triffst du einfach daneben. Oh je. Der fällt einfach runter, bevor der Pfeil trifft. Gut. Ja. Dann können wir den Plünderer eigentlich auch lassen, der ist nicht so viel wert. Nehmen wir hier lieber ein paar der Items mit. Auch wenn sie nicht so viel wert sind. Für zum Beispiel hier eins. Hauptmann Chimera hat seine Schuld in diesem Kampf wahrlich wieder abbezahlt. Sie ist eine feine, bescheidene Maid, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Wäre sie von oben noblem geblüht, würde ich sie vielleicht um ihre Hand bitten. Eine Schande, dass sie eine Kaufmannstochter ist, aber es ist pläsierlich, mit ihr zu sprechen, um sich auf dem Marsch die Zeit, Zeit zu vertreiben. Sehr gut. Oh, schön, mal ein Lob. Cool. Ich habe... Wieso habe ich die nicht verkaufen können? Ich habe doch gewusst, ich hatte. Aber ich konnte sie einfach nicht verkaufen. Okay, Deserteur ist noch zu stark. Haben wir hier noch ein paar? Nein, nichts zum Ausbilden. So, Waffenstillstand beendet. Der Waffenstillstand zwischen König Aswadien und Sarandische Sultanat ist außer Kraft getreten. Okay, wahrscheinlich sind sie jetzt einfach nichts mehr. Nichts mehr schlimm. Kommt, Plünder, ich brauche euch. So. Und es können ein paar noch befördert werden. So, unser Berg. Unser Hügel. Da gehen wir hoch. Oder nicht mal, die sind ja schon da. Und schon zwei sind tot. Okay, wir gehen hoch. Ich hoffe, WG ist bald nicht mehr im Krieg mit Kanat Kergit, weil dann können wir dort noch ein paar gute Reiter holen. Ja, schon fertig. Okay, aber den Berg klimmen wir noch. So. Und einen Menschenjäger zum Einstellen. Plünderer. Ja. Brauche ich nicht. So. Okay. Hallo mein Herr Chimera, okay? Ich wollte euch nur mitteilen, dass Eladin ein höchst anständiger Ritter ist. Habt ihr ihn in unserem letzten Gefecht gesehen? Ich gestehe auch, dass ich mit ihm einen wahrlich angenehmen Gefährten finde. Ein Mann von Witzen, Manieren, vielleicht, ah, aber ich rede zu viel. Guten Tag, mein Herr. Sehr gut. Jetzt kommt das Flirten. Jetzt gibt's wirklich ein paar Flirts. So, Charakter ist immer noch nix Level up. Kommt, ihr Tundra-Bandit. Stand and deliver. Ich kann einen fetten Geldbeutel drei Meilen gegen den Wind riechen. Ihr könnt wohl etwas Erleichterung gebrauchen, was? Meine Klinge werde ich euch spüren lassen, lumpiges Gesindel. Ich hoffe, wir gehen. Aber ich denke schon. Sind jetzt nicht so viele. Und auch keine starke. Aber die Reiter sind ein bisschen gefährlich. Das ist ein guter, was ist das? Rotok? Lanzen, Veteranen, Sperrkampf. Okay.
Und 1:0 für uns. Ja, was ist jetzt los? Triffst du gar nicht mehr? Ja, und die Eier. Ist ja easy gewesen. So easy. Alle liegen flach am Boden. Nein, fast getroffen. Gut gemacht. Was ist das für eine? Lanzenreiter. Okay, verwundet. 3, okay. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir zum Flänkler. Krieger. Cool. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Items. 17 Schaden. So. Leider nicht gerade gute Items. So, so, dann haben wir das. Rivachek. Nein, feindliche Armee. Ist nicht gut. Ist noch nichts zu sehen. Okay. Nehmt das ein. Mist. Ich will doch Rivachek haben. Schaut der Fels von Rivachek, die stärkste Festung ganz Karatias. Mein Vater war einer der Kämpfer, der hier die Stellung gegen die Nordmänner hielten, als sie zum ersten Mal versuchten, von der Küste aus ins Land ins Innere zu stoßen. Erzählt mir mehr. Die Nordmänner segelten in ihrem Langboot den Fluss hinauf, die Bewohner der Küste hätten ihnen Einhalt gebieten können, aber sie waren damals schon dieselben Feiglinge wie heute. Also zahlten sie ihnen ein jährliches Tribut, das sogenannte Nordgeld, um in Frieden gelassen zu werden. Aber der Bergekönig wollte nicht zahlen. Mein Vater beschloss, über die Berge zu kommen, um an der Seite der Vegiers zu kämpfen. 3 Sommer hintereinander versuchten sie, den Fels zu erstürmen, und jedes Mal hielten die Vegifürsten sie zurück. Genau wie die Nordmänner sind auf die Hälfte ihrer Verwandten in Übersee verlassen können, so verließ sich der Vegi-König auf seinen Verwandten von jenseits der Berge. Hätte mein Vater mich nicht enterbt, so hätte auch ich dem Fürst von Riadin einen Lehenseid geleistet. Aber mangels Erbschaft hatte ich auch keine Verpflichtungen mehr. Und es ist zum Schaden des Königs. Okay. Und jetzt verlieren wir das. Mist. Die sind einfach zu stark. Die haben am Anfang immer richtig gute Bonis, weil sie relativ starke haben, wie zum Beispiel die Huskarle. Die sind recht stark. Okay, hier kommt einer, aber das kommt wahrscheinlich zu spät. Das sind nur 29 Leute. Das war ein großer Sieg über Ulusamai Noya, nicht wahr? Es war mir eine Ehre, an eurer Seite gekämpft zu haben. Habt ihr die Aufgaben, die ich für euch erfüllen könnte? Ah, nein. Und jetzt? Kommen die anderen eigentlich nicht? Oh mein Gott, verlieren wir wieder etwas. Es ist zum Mäusemaken. Hier kommt einer.
Wir werden uns wiedersehen, Drago Basel. Ich höre, ihr habt Ulussen Nain Noyam gefangen genommen, ihn dann aber wieder freigelassen. Solche Redlichkeit ehrt unsere Sache. Habt ihr Aufgaben? Okay. Nein. Ja, Pech. Selber schuld. Solche Aufgaben will ich nicht lösen. Okay, der König. Ihr habt also die Klingen mit dem Halunken gekreuzt, den sie Ulussamai Neuer nennen, und seid als Sieger daraus hervorgegangen. Ich bin sehr froh, das zu hören. Aufgaben. Ich kann solche Aufgaben nicht. Es sind immer die gleichen Aufgaben, das nervt ein wenig. Oh, 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 oh. Ruckzuck. Es wird schwer. Zurückziehen. Zusammenrücken. Das wird schwer, müssen helfen. Zum Angriff. So. Ich hoffe, es sind weniger Reiter. Mir nach. Extrem viele. Direkt, wenn die im Kampf sind, angreifen. Ich hoffe, die greifen uns nicht an. So. Oh, das sieht nicht gut aus, dass die an uns angreifen. So. Oh, greift an, greift an, greift an. Greift doch an! Jetzt. Greift an! Schneller! Oh mein Gott, sind die dumm! Greifen. Okay. Yay, wir haben ihn getötet. Zu viele noch. Aber wir kommen saftige Fang eben. Und da können wir immer noch wieder neue ausbilden. Darum ist es jetzt nicht so schlimm. So. Sind es nicht mehr viele. Oh, da ist doch noch der König. Der Jarl. Einen Schaden. Und diesem hier. Die
gerne mal auf mich.